Ja, hallo, seid mir gegrüßt. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Video möchte ich mit euch ein kurzes Unboxing machen von der neuen Wallbox, die jetzt ich mir zugelegt habe über die KfW-Förderung. Ihr habt es wahrscheinlich schon erkannt, es ist eine Seppi Wallbox. Wir haben über die Seppi Wallbox auch schon berichtet und verlinken einfach mal hier oben oder unten den Bericht, den Steve und ich für euch schon vor längerer Zeit produziert haben. Also wir gucken rein, was ist alles in dem Karton drin. Ich habe mir dazu auch noch das Funkmodul besorgt und dann will ich euch natürlich auch ein bisschen erläutern, warum ich mich für diese Wallbox entschieden habe. Okay, dann lasst uns loslegen. Ja, ich habe den Karton schon mal hier geöffnet. Der Karton ist relativ unspektakulär, wie so ein Pappkarton eben irgendwie aussieht. Also, dann gucken wir mal rein, was wir hier drin haben. Und das Erste, was schon mal sehr positiv auffällt hier, diese Seite hier, die ich mir auch gleich mal abtrennen werde, ist nämlich die Bohrschablone. Das finde ich schon mal sehr angenehm. Die trenne ich mir jetzt hier schon mal raus. Denn mit dieser Bohrschablone kann ich dann nachher entsprechend die Befestigungslöcher an der Wand anzeichnen und das ganze gute Stück an der Wand dann anbringen. Übrigens wird es so rumgehalten. Ich habe ja eine Wand mit Wärmedämmsystem draußen dran. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall schon mal Dämmdübel. Wunderbar. So, dann haben wir hier noch eine Seite mit Informationen, wo man anrufen kann, also Support-Informationen. Da gibt es eine E-Mail-Adresse, natürlich alles in Englisch. Ansonsten die Telefonnummer ist England, das bringt mir jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber auch diese Seite werde ich mir natürlich aufheben. Und lege ich mal beiseite. So, dann haben wir hier als Nächstes eine ganze Reihe an Unterlagen, die hier mitgeliefert werden. Natürlich Operation and Installation Manual ist dabei, Compliance und Konformitätsbestätigung, die Schnellgebrauchsanleitung in Deutsch, Sicherheitshinweise hier, Quick Installation Guide in Englisch. Wunderbar, das ist also alles sehr schön dabei. Und dann haben wir hier jetzt die Außenhülle, die Blende, die mitgeliefert wird in Schwarz. Sehr schön. Und hier liegt sie auch schon vergraben wie so eine ägyptische Mumie, die Wallbox selbst. Dann haben wir hier anscheinend mehrere kleinere Pappkartons. Wollen wir mal schauen. Ach, das sind die, könnte ich mir vorstellen, das sind die Sensoren. Wir hatten ja eine Seppi, ich müsste das doch eigentlich wissen, wir hatten doch eine Seppi Wallbox schon mal, die wir rausgehauen haben. Und na klar, waren hier die Stromsensoren drin. Jawohl, schaut mal. So sieht das gute Stück aus. Das sind also die Stromsensoren, die man braucht, um jetzt den PV-Überschuss mit der Seppi verarbeiten zu können. Dieser Sensor wird dann um eine der Phasen gewickelt. Drei Stück, deswegen sind auch drei Sensoren mit dabei. Also L1, L2 und L3. Könnt ihr mich eigentlich sehen? Die Glatze ist hier schon zu sehen. Schrecklich. Und mit dem entsprechenden Anschluss dann an der Wallbox bzw. an dem Funkmodul. Also davon werden drei Stück dabei sein. Brauchen wir jetzt nicht alle der Reihe nach aufzumachen, aber so sind die hier verpackt irgendwie. Interessiert euch das eigentlich, so ein Unboxing? Schreibt es mal bitte in die Kommentare, ob ihr sowas überhaupt sehen wollt. 5 Meter Kabel bis maximal 100 Ampere sind diese Sensoren brauchbar. Genau, wunderbar. Haben wir jetzt auch schön beiseite gelegt. Und dann öffnen wir mal die nächste Etage. Hier sind noch Schrauben verpackt. Okay, die wollen wir mal auch vorsichtig herauslösen, dass wir hier nichts kaputt machen. Schrauben und Dübel, aber wie gesagt, die werden mir jetzt nicht so wahnsinnig, ich muss hier tiefer kommen, wahnsinnig viel bringen, weil ich, wie gesagt, an der Wärmedämmfassade arbeite. Ich brauche also spezielle Dübel, aber die Schrauben sind natürlich ganz praktisch. So, und jetzt muss ich mal gucken, wie ich den nächsten Schritt mache. Also ich sehe schon, hier ist jetzt die Wallbox selbst. Ich habe ja eine Wallbox mit angeschlagenem Kabel bestellt. Hier ist erstmal noch ein weiteres Profilteil. Können wir auch mal beiseite legen. Jetzt muss ich tatsächlich mal aufstehen und
mal schauen. Ah, wunderbar. Okay, ich mache es jetzt mal anders. Ich lege jetzt mal kurz den Karton auf den Fußboden, beziehungsweise stelle das jetzt mal hier drüben hin. Jetzt wieder für euch, um ein bisschen was zu sehen. Also die Wallbox, ganz schön schwer. Oh, ist auch 22 kW Ausführung. Hier mit dem Typ 2 Stecker. Okay, also, ja, unspektakulär das Unboxing, darum geht es auch eigentlich gar nicht. Ich wollte euch nur mal zeigen und euch ein bisschen teilhaben lassen. Ja, wieso habe ich mich jetzt für diese Wallbox entschieden? Bei mir ist es ganz einfach. Ich bin wahnsinnig gespannt auf dieses Thema PV-Überschussladen. Das ist ein Thema, was mich schon längere Zeit sehr intensiv beschäftigt. Es gibt mehrere Varianten, mehrere Methoden, sowas zu machen. In meinem Fall ist es so, dass ich ein System eigentlich gesucht habe, das unabhängig ist von dem PV-System und von dem Wechselrichter- und Speichersystem, was man zu Hause hat. Es gibt ja Systeme, Fronius zum Beispiel, SMA zum Beispiel, die haben spezielle Systeme. Und die Seppi Wallbox finde ich deswegen so interessant, weil sie unabhängig davon arbeitet. Dafür gibt es ja diese eigenen Stromsensoren, mit denen dann sozusagen an den Phasen festgestellt wird, ob noch eine Einspeisung ins Netz stattfindet oder nicht. Einspeisung ins Netz würde dann in meinem Fall stattfinden, wenn der Hausverbrauch nicht ausreichend ist und der Speicher auch vollgeladen ist. Dann würde also ein Überschuss entstehen und der soll dann demnächst in eins unserer neuen E-Fahrzeuge geleitet werden. Und die Seppi, die macht das eben unabhängig von dem Wechselrichtersystem. Die guckt einfach nur nach, habe ich einen Stromfluss, der ins öffentliche Netz fließt, kann entsprechend konfiguriert eingestellt werden. Und das Ganze, es regnet. Oh Gott. Kann dann eben entsprechend ins Auto geleitet werden. Dazu gibt es verschiedene Programmierungsmöglichkeiten. Ich werde die euch dann auch nochmal vorstellen, wenn alles soweit installiert ist. Und wenn ihr das nicht abwarten wollt, dann guckt einfach, wie gesagt, in das Video, was wir mit dem Andreas Steue da nochmal aufgenommen haben. Ja, das ist eigentlich schon der ganze Zauber an der Geschichte. Mich interessiert das Ganze sehr. Ich habe natürlich in Anführungszeichen hier die Förderung der KfW nutzen können, um diese Wallbox zu beschaffen. Wir hatten ja neulich ein etwas kontroverses Thema, dieses ganze Thema kontrovers diskutiert in einer unserer letzten Live-Sendungen. Und ich gebe natürlich offen zu, ich habe diese Förderung auch gerne in Anspruch genommen, um diese Wallbox hier mir kaufen zu können. Die kostet ein bisschen mehr als die 900 Euro, die es bei der Förderung gibt. Mit allem drum und dran, wir müssen ja auch gleich noch in den Funksensor mal gemeinsam reingucken, habe ich knapp 1300 Euro bezahlt. Ist also schon eine ganze Stange Geld, die man dafür auf den Tisch legen muss. So, und ich lege jetzt die Zeppi erstmal beiseite und wir gucken uns mal den Funksensor an. Und dann schauen wir mal rein. Ach Gott. Also in der Lebensmittelindustrie würde man dazu jetzt Mogelpackung sagen. Und dafür würde es dann, was gibt es da immer, so eine grüne Ente oder irgend sowas in der Richtung. Und hier muss ich sagen, ist auch irgendwie ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Denn schaut mal, so sieht das aus. Und da ist noch nicht mal Verpackungsmaterial oder Füllmaterial, Stoßmaterial drin. Hier hat man einfach das Funkmodul, das ist dieser HW, einfach in diesen riesen Karton gelegt. Das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen Ressourcenverschwendung. Das hätte man eigentlich auch in die Box gleich mit dazulegen können. Aber wahrscheinlich wird das eben unabhängig voneinander hergestellt und entsprechend auch verpackt. Finde ich schade, dass man hier so viel Luft verschickt und dann, wenn man das schon macht, nicht mal hier irgendwie ein bisschen Füllmaterial reintut. Und das ist jetzt hier der HW. So sieht das gute Stück aus, beziehungsweise so ist es verpackt im Moment. Das Funkmodul braucht man dafür, ich hole mir mal so einen Sensor, wenn jetzt zwischen der Wallbox selbst und die draußen montiert wird und den Stromsensoren, die innen montiert werden, man diese Strecke nicht mit dem Kabel überbrücken kann. Das ist bei mir auch der Fall. Bei mir ist ja der Sicherungskasten mit allen Anschlüssen, allen Leitungen im Keller unten und die Wallbox ist dann daneben. Und von daher kann ich da nicht mit dem Kabel durch die Wand gehen. Also habe ich mir diesen Funksensor besorgt, mit dem man diese Strecke dann sozusagen überbrücken kann. So, dann gucken wir mal hier rein. HW Energy Harvesting Sensor. Okay. Was steht hier noch? Aha, okay, das ist vielleicht noch ganz interessant. 65 Ampere. Dreiphasig. Okay, und auch hier ist wieder das Ganze, ich halte euch das mal so in die Kamera, so verpackt. Also das ist recht ordentlich verpackt.
Und da ist dann der HW selbst, der Funksensor selbst ist hier drin. Hier auf der Rückseite seht ihr Halterungen, um das Ding an die Wand zu montieren. Und hier vorne steht halt auch nochmal drauf die Variante 65 Ampere dreiphasig. Natürlich der Hinweis, das Ding nicht einfach in den Müll zu werfen, wenn man es irgendwann mal nicht mehr braucht, sondern entsprechend zu entsorgen. Das gilt ja für alle elektronischen Geräte. Und dann gibt es hier noch ein bisschen ein paar Informationen auf dem HW selbst, nämlich die LED, welche Farben die annimmt, in welchem Betriebsmodus und so weiter. Und es gibt dann hier, es ist übrigens ein echtes Unboxing. Ich habe das definitiv vorher nicht aufgemacht und nicht reingeguckt. Und hier gibt es dann den entsprechenden Installation Guide. Product Code ist angegeben. Innen drin ist eine Information, auch wieder mit einer E-Mail-Adresse, wo man sich hinwenden kann, wenn es Probleme gibt. Und innen drin findet ihr dann die entsprechende Installationsanleitung, wie der Funksensor angeschlossen wird und vor allem, wie die Sensoren hier intern angeschlossen werden. Das ist ja das, was jetzt das Wichtigste sein wird, nämlich die Verbindung herzustellen zwischen dem sogenannten CT-Sensor und dem Funkmodul selbst. Das gucken wir uns dann mal an. Dazu müssen wir das ganze Stück dann mal vorsichtig öffnen. Das mache ich auch gleich mal. Aber dazu brauche ich ein kleines Werkzeug, um das hier vorsichtig aufzukriegen. Man will es ja nicht kaputt machen. Hier seht ihr die Öffnungen schon mal. Hier kommen die einzelnen Stromsensoren, werden durchgeführt und intern dann angeklemmt. Ja, ich denke, das wird kein riesengroßes Problem sein. Das gucken wir uns gleich mal an. Dazu muss ich aber erstmal das entsprechende Werkzeug holen, um den HW zu öffnen. Ich habe jetzt den HW mal geöffnet und zeige euch das ganze gute Stück mal von innen. Das ist eine ganz simpel aufgebaute Platine. Und hier an der Stelle seht ihr die entsprechenden Anschlüsse für die kleinen Kabel, die bei den Stromsensoren rauskommen. Hier werden die also entsprechend angeschlossen. Zwei Kabel pro Stück, CT1, CT2, CT3. Hier könnt ihr es vielleicht noch mal ein bisschen besser erkennen. Und das war's dann. Dann wird das Ganze wieder zusammengeklickt und entsprechend in Betrieb genommen, gemäß dieser Anleitung. Ich packe das jetzt erstmal wieder vorsichtig hier in die Anleitung zurück. Ich habe mir die Anleitung in der Zwischenzeit auch nochmal durchgelesen. Es ist eigentlich alles relativ simpel zu konfigurieren, ja oder weniger fast schon selbsterklärend. Also da mache ich mir dann frohe Hoffnung, dass das wunderbar funktionieren wird. Ja, und ansonsten, was haben wir hier noch hinten drauf zu stehen? Was vielleicht noch interessant ist, der Messbereich geht von 25 Watt bis 15 Kilowatt, beziehungsweise 0,2 Ampere bis 65 Ampere. Also auch schon kleine Mengen an Überschussstrom können hier entsprechend registriert werden. Wobei klar ist, eine Überschussladung mit purem Überschussstrom wird natürlich erst möglich sein ab etwa 6 Ampere. Ne? Das ist so ungefähr die Grenze, wo die meisten EVs anfangen können zu laden. Ja, okay, dann würde ich sagen, ich packe das alles einfach mal wieder ordentlich zusammen und dann würde ich mich in den nächsten Tagen an die Installation, an den Aufbau machen, euch ein bisschen mitnehmen bei der Geschichte. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob das für euch interessant war und ob ihr vielleicht auch schon eine Seppi verwendet, wie eure Erfahrungen damit sind. Ich bin gespannt darauf. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zuzugucken. Ein Abo und ein Daumen nach oben wäre nett. Vielen Dank für euren Support. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.